Willkommen zu einer weiteren Videolösung in der Physik 2. Heute ist die Aufgabe 4 in der Übungsserie 4 an der Reihe. Und wieder dabei ist Thomas. Hallo. Und Tommy ist auch da. In persona. Soll ich die Aufgabe vorlesen? Aufgabe 4. Sie steigen mit feuchten Kleidern in ein Auto, dessen Innenluft anfänglich eine relative Luftfeuchtigkeit von 30% bei 25 Grad Celsius aufweist. Während der Fahrt verdampfen 32 Gramm von ihren Kleidern in den Innenraum des Autos. Volumen 3,5 Kubikmeter innerhalb des Autos. Und die Türen schließen gasdicht. Es gibt keine Klimaanlage. Das steht nicht. Ja. Aber okay. Das müssen wir annehmen. Ja, wir nehmen das an. Was nehmen wir sonst noch an? Wir nehmen an, dass diese 25 Grad der Innenluft, dass sich die nicht ändert und auch die Scheibentemperatur von 15 Grad Celsius sich nicht ändert. Die Scheibentemperatur von 15 Grad, ja. Ah, das ist die Aufgabe A. Wie viel Wasser kondensiert an den Fenstern, wenn diese eine Temperatur von 15 Grad haben? Ja, was muss man sich da überlegen? Was passiert denn? In diesem Auto, die nassen Kleider, da verdampft Wasser. Die Luft hat ja nur 30% Luftfeuchtigkeit im Auto drin. Die kann auch Wasser aufnehmen. Genau. Wovon sind diese 30% Luftfeuchtigkeit abhängig? Von der Temperatur der Luft im Auto. Genau. Also je heißer die Luft, umso mehr Wasser kann die aufnehmen. Genau. Und das sind 30% von diesem Sättigungsdampfdruck. Also wir können das mal ausrechnen. Wir können mal sagen, die Masse an Wasser, die in diesem Auto drin ist, das ist diese relative Luftfeuchtigkeit Phi mal die Sättigungskonzentration bei der Temperatur der Luft. Der Innenluft sind 25 Grad Celsius. Dann ist es natürlich proportional zum Volumen. Je größer das Volumen, desto mehr Masse. Das ist mal die Masse, die schon im Auto drin ist. Die Wassermasse? Die Wassermasse, ja, genau. Einfach an Luftfeuchtigkeit. Und dazu kommen jetzt noch diese 32 Gramm von den Kleidern. Also ich habe da noch eine Frontansicht gemacht. Ja, gut. Das ist schön. Weiter. Okay. Rechnen wir das mal aus, wie viel Wasser sich insgesamt in dem Auto befindet, sind diese 30% relative Luftfeuchtigkeit, mal diese Sättigungskonzentration, das muss man in einer Tabelle nachschauen, das sind bei 25 Grad sind das 23 Gramm pro Kubikmeter, das muss man im Buch nachschauen oder im Skript steht es auch drin. Mal die 3,5 Kubikmeter plus die 32 Gramm von den Kleidern. Das ergibt, wenn man das ausrechnet, 56,2 Gramm. Also das ist mal die Menge an Wasser, die wir im Auto drin haben. Das ist jetzt die absolute Feuchtigkeit. Ja. Praktisch auf die 3,5 Kubikmeter. Genau. Und jetzt ist die Frage, verträgt die Luft diese Luftfeuchtigkeit? Und weiter muss man sich noch fragen, was passiert an den Scheiben? Weil wenn die Luft bei 25 Grad an die Scheibe kommt, dann nimmt sie natürlich kurzzeitig die Temperatur der Scheibe an, weil sie ist in Kontakt mit der Scheibe. Also müssen wir uns fragen, verträgt die Luft bei 15 Grad Celsius diese Luftfeuchtigkeit? Diese ganze Masse. Oder sind wir über 100% Luftfeuchtigkeit? Oder sind wir über 100% Luftfeuchtigkeit? Und dann würde es sofort kondensieren. Genau. Wie im Badezimmer. Und das können wir natürlich ausrechnen. Kann ich das kurz wegnehmen? Ja, ja, natürlich. Soll ich noch eins zeigen? Ja, kannst du, ja.
Ja, dann machen wir den Test, oder? Schreibe ich jetzt mal so auf. Wie ist die relative Luftfeuchtigkeit total bei dieser totalen Wassermenge? Das ist einfach die Menge an Wasser, die Masse total geteilt durch die Sättigungskonzentration bei diesen 15 Grad. Weil diese 15 Grad sind ja relevant. Mal das Volumen V. So viel kann es wirklich aufnehmen bei 15 Grad. Dann ist das gesättigt. Und wenn wir das ausrechnen, dann haben wir 56,2 Gramm geteilt durch 12,8 Gramm pro Kubikmeter. Diese Zahl habe ich wieder rausgelesen aus dem Buch oder seiner Tabelle. Mal das Volumen, 3,5 Kubikmeter, und das ist gleich 125%. Und ich habe deswegen Test geschrieben, weil das natürlich nicht möglich ist. Also das heißt, dieser Wert liegt über 100%, also über der maximalen Wasserkonzentration bei 15 Grad Celsius. Das heißt, wir haben zu viel Wasser. Die Luft kann dieses Wasser nicht aufnehmen. Ja, und wie viel haben wir zu viel? Wir haben natürlich 25% zu viel. Also das heißt, die Masse, welche kondensieren wird an Wasser, ist gleich das Phi total minus das Phi Maximum von der gesamten Masse, und das sind gleich 25% mal diesen 56,2 Gramm, welche im Auto an Wasser vorhanden sind. Das sind 11,3 Gramm. Und sobald diese 11,3 Gramm an den Scheiben kondensiert sind, haben wir im Innern dieses Autos ein Gleichgewicht bezüglich der Luftfeuchtigkeit. Dann sinkt die relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr. Dann haben wir nämlich die 100% Luftfeuchtigkeit bei 15 Grad erreicht, also an den Scheiben, und dann kondensiert an den Scheiben nichts mehr. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant. Aber es sind natürlich jetzt nicht 100% bei 25 Grad, sondern es sind 100% bei 15 Grad. Und das ist die Teilaufgabe B. B, genau. Wie groß ist nach dem ganzen Vorgang die relative Luftfeuchtigkeit im Wageninneren? Also nach dieser Kondensationsgeschichte. Ja, das können wir auch ausrechnen. Dieses Phi von 25 Grad Celsius ist einfach die Menge an Wasser, die wir in der Luft haben. Das ist Rho S bei 15 Grad Celsius mal dem Volumen. Das ist die Menge, die wir noch im Auto haben, geteilt durch die Menge, die möglich wäre bei 25 Grad. Und das ist Rho S, also Sättigungsdampfkonzentration bei 25 Grad, mal demselben Volumen. Das Volumen können wir streichen. Und das ist gleich, das sind die Werte, die wir vorhin schon verwendet haben, diese 12,8 Gramm pro Kubikmeter geteilt durch die 23 Gramm pro Kubikmeter, und das gibt 55,7%. Wo haben wir diese 12,8 vorhin schon gehabt? Die haben wir gebraucht, dass wir das hier oben ausgerechnet haben. Das ist die Sättigungsdampfkonzentration bei 15 Grad Celsius. Okay. Gut, vielen Dank. Ja, danke sehr fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.